Das gab es bisher noch nicht. Der kasachische Präsident spricht beim Besuch Putins in seiner Landessprache. Für die Teilnehmer der russischen Delegation ein Schock. Sie suchen nervös nach ihren Übersetzungsgeräten. Auch Putin selbst scheint überrascht und greift zum Übersetzer. Tatsächlich ist es sehr ungewöhnlich, dass die Rede auf Kasachisch und nicht auf Russisch eröffnet wurde. Dies ist bei den Treffen der beiden Länder bisher noch nicht vorgekommen. Der Grund? Russisch ist eine Weltsprache und eine der 6 offiziellen Sprachen der Vereinten Nationen. Kasachisch wird von deutlich weniger Menschen gesprochen und verstanden. In den sozialen Netzwerken kommt die kasachische Rede jedoch sehr gut an. Viele Nutzer empfinden es als sehr positiv, dass Kasachstan zu seiner eigenen Sprache steht. Einige Nutzer sehen darin auch ein Zeichen dafür, dass Russland nicht mehr so viel Macht ausstrahlt, wie es noch vor dem Krieg in der Ukraine der Fall war.